Auf geht's, wir spielen Millennia, euch allen viel Vergnügen. Weiter, weiter. Pardon. Hier sind wir unterwegs mit... Achso, das sind die Einheiten, die wir hier gerettet haben. Das ist eine komplette Armee. Ihr seht auch so kleinere Performance-Probleme, die wie die hier so rüber flitscht, die Armee in einer kleinen Gedenkpause. Hier können wir jetzt unsere Einheiten anlanden. Und zwar den Händler. Den wollen wir nach Pergamon schicken. Mit dem Erkunder weiß ich überhaupt nicht, was wir mit dem machen wollen. Keine Ahnung. Alles klar, Winaski. Gern geschehen. Das für den Entdecker habe ich im Augenblick... Ich weiß noch, wir wollten den zu irgendeinem Naturwunder hinschicken, das noch frei war. Wo noch keine Expedition durchgeführt worden ist. Aber wir nehmen den mal mit zurück einfach wieder. Und hier können wir die Armeen gleich auch nochmal verstärken, genau. Also falls sie uns angreifen, sind wir, glaube ich, vorbereitet. Einmal hier hin. Mittlerweile haben wir auch genug Kriegsführungspunkte für ein Upgrade? Nein, haben wir nicht. Das ist ein Nutzschiff, ne? Bewegung fortsetzen. Das Polarlicht im Norden sei es gewesen. Nee, das war es auch nicht. Ich glaube, das hatten wir auch schon gehabt. Ob es einen Day-One-Patch gab, mir wurde keiner angezeigt, aber kann auch sein, dass ich zu früh nachgeguckt habe. Mjölnir schreibt, die negativen Steam-Rezensionen würden sich überwiegend auf den Multiplayer beziehen, weil der noch nicht im Spiel enthalten ist. Aha. Hier oben eine schöne kleine Armee zusammenstellen. Da können noch drei rein. Hier oben können auch noch welche rein. Drei. Also die Frage ist, ich würde schon gerne hier eine Armee reinstellen. Um eine 6er Armee. Die sollte erstmal standhalten. Hier, das ist eine 3er. Die positionieren wir mal dahinter. Die sind dann flink und können in alle Richtungen rennen. Und mit ihnen geht's zurück, genau. Einmal hier stationieren, bitte. Ein Händler, das ist der hier. Jetzt holen wir uns ordentlich Geld dazu, Leute. Und neben Pergamon, wir haben mal Augenblick minus 6 pro Runde. Und er führt jetzt diese Aktion durch. Setzt sich hier ein. Und jetzt ist er hier halt eingesetzt. Und wir bekommen jede Runde 5 Gold plus 25 Gold durch für die Anzahl der Bevölkerung. Also plus 30. Die ersten 5 werden sofort angezeigt, die nächsten erst nach dem Rundenwechsel. Wenn wir hier hin, einmal Geld einsammeln, einmal gleich eine Aktion durchführen. Hier,
Amuns Amboss. Jetzt verfügen wir erstmal so über Strom. Und wie viel Strom haben wir? Irgendwo muss plus 5 stehen jetzt, glaube ich, ne? Plus 6 Energie. Wird oben noch nicht angezeigt, ne? Die 6 Energie. Wir haben noch keine Nachfrage danach. Und im Positiven taucht die auch noch nicht auf. Das ist etwas irritierend. Wir können in die Fort... Das bringt zu wenig. Akademie der Wissenschaften machen wir aus Gründen nicht. Das lohnt sich nicht. Viel diskutiert. Zufriedenheit der Stadt ist auch okay. Aufwertung zur Militärbasis, damit die neuen Gebäude sich lohnen und wir mehr Kriegspunkte bekommen. Ja, auch. Dann bekommen wir statt einem 2 Kriegspunkte pro Runde. Das, ihr habt ja eben gesehen, das ist schon relevant hier. Und eine Runde weiter. In 4 Runden die Kommunikation durch. Öl, schaut mal. Öl ist gespawnt. Und was ist drunter? Ein Hochofen. Ja, das Doofe ist, wir haben die Ölquelle noch gar nicht. Aber jetzt wissen wir, hier ist Petroleum. Habt ihr schon seltene Erden irgendwo gesehen? Also da, wo wir künstlich Eisen hinzugefügt haben, können die logischerweise nicht mehr spawnen. Denke ich mal. Ich weiß es nicht, ne? Seltene Erden sind, ob die... Hier sind 2 freie. Seht ihr irgendwas irgendwo? Seltene Erden? Noch mehr. Wir haben ein Ölvorkommen nur. Krass. Aber wir können auch aus Kohle. Und davon haben wir genug. Aus Kohle können wir ja auch Strom machen. Kein Ding. Wir haben 300 Punkte und gesagt, wir können nur bis 300 sammeln. Wir sollten jetzt wirklich nochmal irgendwo irgendeine Upgrade durchführen. Ein Hafen. Einmal Fischerboote. Brauchen wir die? Die Frage ist, ob der da arbeitet. Ich würde sagen, eine Runde weiter erstmal. Na, da gehen welche verloren. Hier die Verbesserung. Wird sofort genutzt. Eieiei. Und der Hafen wird nicht genutzt mit dem Erkundungspunkt. Das ist ja irgendwie schade, ne? Wenn ich den hier drauf gehe, ist der Bürger immer noch in 5 Runden da. Der ist vom Arbeitshaus gerade verschwunden. Wenn ich hier das Arbeitshaus voll mache, 5 Runden der nächste Bürger. Ach, jetzt wird der davon wieder abgezogen. Jetzt haben wir getrickst. 5 Runden der nächste Bürger und beides funktioniert. Eine Runde weiter. Und da ist unsere Kleinstarmee mittlerweile auch angekommen. Inklusive eines Pioniers, den wir auf Vorrat. Mal irgendwie irgendwo hier reinstellen, dass dem kein Leid geschieht. Ich glaube, wir können sogar ein paar wenige Verteidiger mal hier unten lassen bei dem hier. Die greifen uns nicht an. Schaut mal hier. Bululu wird nicht angegriffen von den Zulu. Keine Armeen weit und breit. Wir könnten ihnen, glaube ich, jederzeit den Krieg erklären, oder? Würde etwas Unruhe bringen. Einige Leute würden uns hassen. Wir könnten eine Forderung stellen, wenn die ablehnen, die angreifen. Aber es wäre der nackte Wahnsinn. Paul Zwo schreibt, ich bin bei Melania in Runde 20 und unschlüssig, ob ich eine neue Stadt gründen soll. Alles wirkt zu eng und gedrängt. Darf ich eine,
Einmal raten, dass du mit dem Zufallskartenskript Kontinente spielst, wäre mein Verdacht. Weil da baut man sehr eng nebeneinander. Ich habe ja ein Crashkurs-Video gemacht auf YouTube, gerne nochmal den Link posten. Da gebe ich unter anderem die Empfehlung, dieses Skript nicht zu spielen, zumindest nicht als Einsteiger, weil man da echt Platzangst bekommt gegenüber allen Seiten. Stromnetz, Militärbasis, hatte ich eben schon an anderer Stelle begründet. Berserker. Da steht das Stromnetz. Militärbasis. Oben ist das angepinnt. Ein Kommentar auf Twitch und das sind zwei Links und der eine Link führt zum Crashkurs-Video bei Interesse. Den wollten wir im Hintergrund einmal parken. Die sind als schneller Einsatztruppe sehr flink und fix unterwegs. Ich parke die mal hier. Paul Zoo, ich habe Pangea und riesig, aber die neue Stadt ist dir immer an der Grenze. Ach, das meinst du? Du meinst nicht eine neue regionale Hauptstadt gründen, sondern dir geht es darum, ob man eine neue Stadt gründen soll. Neben den, also so ein Weiler, so ein Vorort, das meinst du, ne? Das geht anfangs nicht anders. Also nach Partie Start. Man kann es gibt ja zwei Möglichkeiten, das Territorium durch Anbauten zu erweitern. Eine Möglichkeit ist bei der Kulturkraft Stadt gründen. Das kann man nur machen direkt neben einer Kulturgrenze von einer deiner Regionen. Nur direkt daneben halt. Und dann entsteht dort eine Stadt der Stufe 1. Alternative, die geht aber nicht von Beginn an, die ist allerdings nach wenigen Runden schon da und ist dann viel attraktiver, ist den Außenposten zu gründen und den dann mit der Alternative Außenposten absorbieren hinzuzufügen. Das funktioniert auf die Weise wie hier zum Beispiel. Schau mal. Amuns Amboss, Amuns Minen, das ist eine regionale Hauptstadt, das ist eine Stadt. Und hier habe ich einen Außenposten hier hingesetzt. Außenposten kann man überall hinsetzen. Aber wenn man die in zwei Felder Abstand baut zu der Kulturgrenze, dann könnten wir nachher, wenn wir wollen, hier in zwei Runden auf Außenposten absorbieren klicken. Dann würde das als neue Stadt hier hinzugefügt werden, mit zwei Vorteilen. Zum einen würden alle Geländefelder drumherum auch sofort hinzugefügt werden. Nächster Vorteil, wir hätten zwei Felder weiter was hinzugefügt, also wir würden viel weiter expandieren. Dritter Vorteil ist der, dass die Stadt hier entsteht, eine Stadt der Stufe 2 ist und nicht der Stufe 1. Und das bedeutet, dass Modernisierungen, die daneben entstehen, einem extra Geld geben und je nach Spezialisierung, die man dann auch machen kann in einer Stadt. Bei Stufe 1 geht das nicht, vielleicht auch noch extra Erträge. Ja? Das Ganze hat auch einen Nachteil, weil die Kulturgrenzen der Stadt dann sehr ausfransen, ist der Ertrag von Einflusspunkten pro benachbartes Geländefeld in der Stadt ein niedrigerer. Das heißt, insgesamt werden die Kulturgrenzen danach langsamer sich ausdehnen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Hier machen wir jetzt ein Nutzschiff hin. Und es liefert denen die Nahrung, wird jetzt noch nicht angezeigt. Ab dem Rundenwechsel. Ah, schon haben die Griechen und Zulu ihren Krieg wieder vorbei. Das ist ein nervöses Volk hier. Das ist unfassbar, diese Fraktionen. Die anderen Reiche, also nahezu fast schon im Rundentakt, ist leicht übertrieben, also im 3-4-Rundentakt, werden Kriege angefangen, gestoppt, angefangen, gestoppt, angefangen, gestoppt. Das ist schon krass. Alles gut, Paul Zwo. Hier geht's zurück. Oh, wie schön. Jetzt können wir das hier machen. Wir haben drei Bücher und die erzeugen dann Bildung. Ich zeige euch das mal an. Die erzeugen wir, glaube ich, hier vorne in Bulopolis. Ich dachte, die ausländischen Manuskripte werden schon umgewandelt in Bücher. Ich dachte, das ist schon der Fall automatisch. Oder hatten wir das noch nicht gemacht? Haben wir das noch nicht freigeschaltet? Ach.
Nein, das ist eine Verbesserung, die man erstmal bauen muss. Also eine Verbesserung, die man baut, die dann umwandelt in Bücher. Okay, die habe ich vergessen zu errichten. Ich habe gedacht, man muss das nur freischalten. Aber da steht es eigentlich klar und deutlich. Das heißt, wir müssen in Bulopolis einmal das Ding bauen. Ja? Ist kein Geländefeld mehr frei. Wir haben einen Ingenieurspunkt in 66. Dann klicken wir einmal auf komplette Rodung und fügen hier ein neues Feld dazu. Oder wir überbauen etwas, was wir nicht brauchen, hier wie Flachs, und machen das da. Das geht auch. Denn Flachs bringt im Augenblick, glaube ich, nur Geld. Geld und ein bisschen Nahrung und Luxusgüter haben wir genug. Und ja, das ist im Augenblick nicht so effizient. Später kann man Textilfabriken bauen, im Moment nicht. Dann würden wir unsere Ingenieurspunkte noch nicht hier für die Rodung ausgeben, sondern für Stadt erweitern oder da, wo man wirklich Felder braucht. Flak für Flachs haben wir noch wirklich noch keine gute Verwendung. Wir machen das hier. Ja? Übersetzer. 18 Verbesserungspunkte. Wir verlieren 3 Wissen und bekommen 6 Wissen dazu. Also hier oben sollte gleich statt plus 67 plus 70 stehen. Klappt, da ist es. Und einmal dicht machen hier. Kronkorken, danke fürs 14. Abo. Grüße. Kornstrom, danke fürs 42. Abo. Grüße. Arvantas, danke fürs 3. Abo. Arvantas. Eine Runde weiter. Leute, schaut euch das an. 70 Forschung pro Runde mittlerweile. Und das, obwohl wir kein einziges Projekt drin haben, das Produktion umwandelt. Das ist sagenhaft viel. Jetzt können wir hier einmal die Kultur beschleunigen. Gegen wie viel Geld? 264. Könnten wir uns leisten. Die Frage ist, was machen wir dann damit? Dann würden wir zwei Wissens einen Außenposten absorbieren. Wenn man das hier vorne. Wir würden uns endlich den Außenposten dazu. Ja? Mit den Büchern wollte ich noch zeigen. Hier, dann bekommen wir noch eine Bildung extra von den Büchern, die wir hier produzieren. Die Frage ist, ob sich das lohnt, denn die Bücher sind jetzt schon, wir haben jetzt schon eigentlich genug Bildung. Aber auf Dauer brauchen wir das. Wofür würden wir die stattdessen ausgeben? Territorium claimen eventuell. Im Augenblick brauchen wir die Bildung noch nicht. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Beschleunigen hier einmal. Jetzt gehen wir hier hin. Fügen den Außenposten hier dazu. Wir haben viel mehr Platz in Dendera. Die Ausdehnung der Kulturgrenzen dauert jetzt ein bisschen länger als zuvor, weil das alles ein bisschen ausfranst. Ja? Aber es kann sein, dass die hier in der Nähe jetzt sehr schnell gehen, andererseits. Wie nennen wir die Stadt? Das ist Amuns Amboss. Wir spielen die Ägypter. Das ist Amuns Minen. Und das hier könnte sein Amuns Küste. Amuns Wasser. Amuns Fische. Was wäre dein Vorschlag? Was wäre euer Vorschlag? Amuns Osten. Amun blickt weit. Amun geht schwimmen. Amuns Badehose. Was ist euer Vorschlag? Amuns Strand, ja? Damit machen wir nichts falsch. Amuns Welle nenne ich das mal. Ja? Kap Amun, das geht auch. Das gefällt mir noch besser.
Ein Vorschlag von Didymilli. Danke dir. Jetzt können wir noch die Spezialisierung machen, weil Stufe 2 und wir haben noch nichts daneben. Ich weiß noch nicht, wohin wir gehen. Fangen wir damit an. Und jetzt haben wir wie viele Bürger hier, die nichts zu tun haben. Hier haben wir zwei im Wald, einmal einen im Grasland. Wir könnten für noch mehr Nahrung sorgen und immer noch mal zwei Weizen irgendwo produzieren. Da haben wir allerdings noch keine Möglichkeit hier. Nee. Hier kann man eine Ranch bauen. Zwei Wolle, zwei Fleisch. Ein Erkundungspunkt. Wird auch sofort genutzt. Erkundungspunkte sind nicht schlecht. Und dann könnten wir wiederum für mehr Nahrung sorgen, weil wir jetzt so viel Fisch haben. Jetzt so viel Fleisch haben. Zwei Fleisch, dass wir eine Küche bauen könnten hier daneben. Hier vorne hin zum Beispiel. Oder wir sagen, wir nutzen endlich den Wald hier. Produzieren Baumstämme und nachher das Papier. Wir machen nach der Forschung hier, die wir jetzt gerade abschließen mit der Druckerpresse, machen wir als nächstes mal ganz kurzfristig was? Die Druckerpresse. Hier. Gehen wir eins zurück und schalten das Gebäude frei, mit dem man Papier produzieren kann. Also Papier in etwas schneller. Wir könnten das dann hier daneben hinstellen. Die Idee gefällt mir eigentlich gut. Ja, und jetzt produzieren wir erstmal Holz. Einmal hier vorne. Holzfällercamp. Leider nur eine Produktion durch Stämme. Super ineffizient im Augenblick noch. Zwei Holz haben wir im Augenblick. Okay, nächster Bürger in einer Runde. Küche könnten wir machen, ja, aber die Küche wäre ja irgendwie, also ich würde die gerne woanders bauen. Wenn wir die hier machen würden, hätten wir sofort die Nahrungsprobleme, die wären dann Geschichte. Aber ich will möglichst bald hier vorne die Papiergeschichte hinbauen. Oder wer, hier vorne, da ist Platz. Amunds Minen, das wird nicht genutzt, das ist wieder so ein Flachsvorkommen. Und ich wette, die Stadt ist schon auf Level 3. Ist eine Bergbaustadt. Wenn man das hier. Hier machen wir nachher die Papiergeschichte und hier setzen wir auf den Flachs. Wir machen mal hier die Küche hin. Küche produziert Delikatessen aus einfachem Fleisch. Da ist sie. Und jetzt haben wir 164% Nahrungsbedürfnis. Alle Leute arbeiten fleißig an vernünftigen Stellen. Alles funktioniert. Eine Runde weiter. Und hier vorne kommen wir an und damit geht es Richtung runter, bitte. Wir holen eventuell wieder Händler gleich ab. Ach Quatsch. Wir holen uns vorher mal ein paar XP-Punkte hier. Und denen fehlt wie viele Punkte noch zur nächsten Einheit? Zum nächsten Kampf nicht allzu viel. Komm, wir leveln uns mal ein bisschen auf hier. Drei Regionen inaktiv, Forschung in einer Runde da, mit Assimilitärbasis. Wie hoch ist der Überschuss an Produktion? Nur bei 2. Dann lohnt es sich eigentlich ein Projekt einzustellen, mal für eine Runde. Gehen wir für eine Runde in noch mehr Wissen rein, denn der Überschuss wird auch mitgenommen in die nächste Forschung. Amunds Amboss, da ist die Militärbasis, Überschuss bei 69, dann würde ich eher ein Gebäude bauen. Weil sonst geht der Überschuss, glaube ich, verloren, wenn ich das richtig gesehen habe.
noch mehr Verbesserungspunkte, 2 mehr oder 10 mehr Geld. Einmal hier rein. Jetzt sind wir hier vorne. Militärbasis. Hier haben wir, glaube ich, auch einen dicken Überfluss. 64. Nochmal 10 mehr Geld, bitte. Jetzt ist die Erinnerung an die Bücher wieder da, dass die mehr geben. Ich würde es aber im Augenblick noch lassen. Ich würde eher mal überlegen, sind hier das Geländefeld, das ist gerade gratis dazugekommen, ne? Die anderen nicht wirklich. Lass uns mal überlegen, ob wir irgendwas kaufen wollen, Geländefeld, weil uns das echt wichtig erscheint. Eigentlich nicht, ne? Ich wüsste nicht welches. Die Zulu verschonen uns, das ist sehr freundlich. Künste bei 300, die sollten wir ausgeben. Zwei Möglichkeiten, wir können einmal einen Gemeinschaftssozialpunkt holen. Der führt dazu, dass wir hier unten ab jetzt Runde für Runde 5 weniger Unruhe haben in jeder Stadt. Oder dass wir was machen müssen, brauchen wir kurzfristig nicht. Stattdessen können wir unsere Religion weiter verbreiten, denn dadurch bekommen wir einen kleinen Kulturboost für die religiöse Bevölkerung in den verschiedenen Städten. Das ist sogar ziemlich viel. 8,9 von religiöser Bevölkerung und 4,48 global von Leuten in anderen Reichen. Wir pushen mal ein bisschen die eigenen nochmal. Könnten auch einen Künstler erstellen, der wird dann ein Kunstwerk erstellen. Das wiederum würde dann Luxusgut produzieren, Runde für Runde. Aber ich glaube, wir brauchen nirgendwo Luxus. Wir können alle Städte einmal kurz durchgehen. Das ist das Bedürfnis hier mit dem Edelstein. Ob da irgendwo... Nee, das ist den meisten Partien so, dass man in Luxus schwimmt irgendwie. Dann gehen wir nochmal auf die Religionsübersicht. Und gehen auf Religion verbreiten, ist in fremden Städten und das ist in den eigenen. Das ist deutlich billiger. Religion verbreiten in einer fremden Stadt. Das machen wir mal bei den Nachbarn. Der Buddhismus ist die Religion mit dem Auge. Sind uns feindlich gesonnen, deshalb geht das nicht. Ach, das war zuletzt das Problem. Wir haben keine Nachbarn. Oh Gott, ist das hier unübersichtlich. Wir haben keine Nachbarn, mit denen man feindlich gesonnen ist, geht das nicht. Und solche, die im Fork of War liegen, geht auch nicht. Wir haben fast nur die Zulu und die Inder gerade als Nachbarn. Bei denen geht das jeweils nicht. Verdecktes Territorium. Das sind wir selber. Mal schauen, ob die Deutschen irgendwo aus irgendeinem Grund aufgedeckt sind. Ich wüsste nicht, warum. Wir könnten Schiffe rauffahren und bei den Griechen. Das können wir alles nicht machen. Also wenn, dann bleibt eigentlich nur noch übrig, sehr teure Religionen verbreiten bei uns selber. Immigration, weitere Bürger hinzufügen zu Städten. Das ist spannend. Kostet fast nichts. Kann man alle 6 Runden machen. Das könnten wir in einer Stadt machen, in der wir viel Geländefelder haben und dringend mehr Bürger unterbringen wollen. Das könnten wir machen in Memphis hat durchaus Platz. Ja, Memphis wäre eine Option. Da haben wir über Wasserfelder und ein Feld hier. Hier vorne können wir auch Wälder, haben wir auch Wälder, wo wir die Leute arbeiten lassen können. Kap Amun hatten wir gerade drüber nachgedacht, ne? Da dauert der nächste Bürger 6 Runden, da dauert der nächste 2, hier 7. Und in Bolopolis ist er schnell da. Hier können wir im Augenblick gar keine unterbringen, hier auch nicht. Doch, wir können Wald überall machen. Aber lass uns das doch hier machen, in Amuns Amboss, noch einen unterbringen. Wobei, das Wachstum wird dadurch auch langsam. Wir gehen einmal in die Unruhe. Reduzieren einmal in die Gemeinschaft. Oder einmal in die Unruhe rein. Einmal auf 0 runtersetzen. Okay.